Falscher Alarm! Es sind Freunde! Es gab Überfälle. Hier sind viele Räuber unterwegs. In letzter Zeit war es ruhig. Was machst du eigentlich hier? Ich dachte, du wärst in Jackson. Wir wollen das Kraftwerk wieder zum Laufen bringen. Es hat schon funktioniert. Aber eine Turbine ist hin. Es gab hier Strom, Joel. Gab. Ruckelt schon wieder. Wir kriegen das wieder hin. Vier Pferde. Sogar ganz schön viele. Ihr habt aber gescheit. Tommy, hilf mir mal kurz. Warte, bin gleich wieder da. Darf ich? Ja, na klar. Er mag Ohren kraulen. Kannst du denn reiten? Ja, allerdings. Wann hast du reiten gelernt? Winston, ein Soldat aus der Zone. Er hat's mir gezeigt. Weißt du, wenn du willst, reiten wir nachher ein Stück. Das wäre klasse. So. Ganz kurz, ich habe gerade eine Fehlermeldung bekommen. Okay. Der Stream läuft jetzt aber besser, gell? Man kann jetzt zwei Sachen auf einmal machen, das ist echt traurig. So. Hey, danke, Tommy. Kein Ding. Okay, weiter mit der Führung. Ja? Was machst du hier? Solltest du nicht heute Morgen zurück? Ich warte auf Hauser und die anderen, die mich ablösen. Wir kommen klar, du kannst nach Hause gehen. Es sind nur noch ein paar Stunden, ich zieh das durch. Okay, dann mach's gut. Jetzt geht's. Weil ich nehme das Spiel ja nebenbei auf. Aber jetzt hat es irgendwie der Encoder nicht gepackt. Ah. Und hat jetzt die Aufnahme abgebrochen. Ja, muss man mal schauen, wie ich es mache. Ganz kurz. Ich muss mir mal ganz kurz. Dann seht ihr mal kurz den Ordner. Wie viel haben wir jetzt hier? Eine Stunde haben wir jetzt hier aufgenommen. Ich habe jetzt hier Stunde 2, das wird passen. So, okay, werde ich ja dann sehen. Weil dann ziehe ich mir das Video quasi von Twitch runter. Hat dann wahrscheinlich nicht so eine gute Qualität, werden wir sehen. Und dann schnibbel ich das da zurecht. Maria! Ja, was ist? Wir sind im Kontrollraum. Steve bringt gerade alles zum Laufen. Schaust du es dir an? Ich esse lieber was mit Ellie. Ich bin sowieso dran. Ich gehe. Ich komme mit. Geh mit Maria und iss mal was. Joel? Komm, Ellie. Lassen wir die Jungs mal machen. Ich schicke Tommy rüber. Er hilft. Komm. Tja, das ist das sechste Mal, dass wir es mit diesen Turbinen versuchen. Wir sind eine Woche hier, aber mir reicht's schon. So, jetzt gehen wir mit Tommy ein bisschen rum. Schauen wir uns ein bisschen um. Vielleicht finden wir ja noch was Interessantes. Ich hab da was für dich. Oh. Ich war letztes Jahr in Texas, zu Hause. Es war nicht mehr allzu viel da. Aber das. Hier. Ein bisschen verblasst, aber sonst noch gut. Nimm du es. Sicher? Ich meine... Ich sagte, nimm es. Okay. Ich bewahre es für dich auf. Tommy, ich muss mit dir reden. Alleine. Ja, okay. Lass mich noch schnell nach meinen Leuten sehen. Komm mit. So, wir schauen aber noch mal rum. Vielleicht können wir noch ein bisschen was klauen. Oder erst kriegen wir die Aufforderung, was wir nehmen dürfen. Weil hier liegt irgendwie gar nichts rum. Wo
Okay, du gehst da lang, ich gehe hier erstmal hin. Komm gleich. Ja, hier liegt überall Zeug rum. So, haben wir hier noch was? Ja. Wie viele Punkte haben wir denn jetzt eigentlich? 110. Wir könnten die Gesundheit aufmotzen. Fertigungszeit ist eigentlich so. Aber 100 Punkte ist schon ganz schön, ne? Das Schwanken der Waffe, das ist auch so ein... Nein, wir sparen. Wir sparen weiter. Wir sparen. Wir sparen. Da, 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 da. Vielleicht hast du gehört, wie es in der Stadt läuft. Wir sind jetzt mehr als 20 Familien. Das waren Maria und ihr Vater. Sie hatte die Idee einer unabhängigen Stadt. Wir haben Saatgut und Tiere. Weißt du noch, dass wir dachten, niemand könnte so leben? Wir tun es. Was macht ihr zu eurem Schutz? Die Erwachsenen bewachen die Umgebung. Wir haben einen elektrischen Zaun, wenn das Kraftwerk wieder läuft. Aber Infizierte kommen trotzdem hin, ne? Wohin nicht? Aber so ist halt die Welt. Ja, vielleicht muss das nicht sein. Du klingst wie Marlene. Nee, da ist nix. Ach ja, Hundi. Na, drück E. Na, Kleiner. Das ist Buckley. Nicht gerade ein Wachhund. Aber er ist wie ein Freund. Ja, aber zum Knuddeln. Wer ist ein braver Junge? Errungenschaft, jawohl. Schön. Voll gut. Hier liegt doch noch ein bisschen was rum. Diese beiden Genies bringen das Kraftwerk zum Laufen. Wir glauben, es klappt diesmal. Glaubst du uns nicht? Ich habe nichts gesagt. Ich wette um eine Million, es geht. Klar, ich verdopple. Wir sind fast fertig. Sie müssen nur noch die Platte aufsetzen. Keine Eile. Auch eine Werkbank, sehr gut. Oh, ein weiteres Überlebensheftle. Hier haben wir Kapitel 8. Längere Zeitdauer von Rauchwänden. Okay, Chemie. Bei korrekter Konstruktion kann die Zeitdauer von Rauchwänden, die zur Deckung genutzt werden, ja, erhöht werden. Schön. Die Rauchbomben, die haben wir auch noch nicht einmal probiert. 10 Sekunden länger, das ist schon... Das ist schon ordentlich. Mehr nach links. Vorsicht! Ja, krass, aber erstmal hier an die... Werkbank. Schauen wir mal, was wir machen können. Die Pistole könnte man machen. Panzerbrecher. Boom. Wir waren bei dem der Revolver ist fertig. Okay. Die Pistole dann. Schauen wir mal an, was wir machen können. 40 und 3. Auch 40 und 3. Dann machst du das mal. Zack, fertig. So, die ist auch fertig. Wunderbar. So, schauen wir mal kurz zu der hier. Beziehungsweise da haben wir noch nichts gemacht. Streuung, Nachlade, Rückstoß, Kapazität. Hier wäre es Nachladen. Nur eine Patrone, das ist schon krass. 4 erforderlich, Werkzeug 4, okay. Nachladetempo. Hebe ich mir auf, weil ich werde die noch nicht so oft nutzen. Nur im äußersten Notfall. Nee, Quatsch. Einen darüber.
Wie schön das animiert ist. Ich kann es gar nicht sagen. Das ist echt geil. Erhöht die Streuung der Waffe beim Abfeuern. Dann haben wir hier Nachladetempo, ist ganz klar. Selbsterklärend. Verringert den Rückstoß beim Abfeuern, das ist auch klar. Magazine, da sind momentan nur zwei drin, gell? Zwei. Ist schon mal gut. Und die Schussfolge. Lass ich mal. Weil wir haben ja noch die großen. Haben wir die Schrotflinte. Größere Reichweite ist auch gar nicht mal schlecht. Gut, Nachladetempo. Vernachlässige ich mal kurz. Das war's sonst erstmal, gell? Der Bogen, genau, wir haben den Bogen auch noch. Ziehtempo. Und dann Nachladetempo. Machen wir den. Super. Da, 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 da. Juti. Haben wir das auch erst einmal? Perfekt. Und zurück. Das wird uns helfen. Sehr schön. So, jetzt speichere ich mal ab. Auf 4 Minuten, okay. Hat das Spiel automatisch gemacht, aber wir speichern. Auch noch einmal. Hat er gemacht, denke ich mal, gell? Vor 5 Minuten. Mhm. Ja, hat er. Sehr gut. So, ab zu Tommy. Okay, das ist gut. Absenken. Langsam. Okay, das ist gut. Tommy ist hier. Sind wir fertig? Nur noch einen Moment. Okay, und das war's. Fertig? Mach schon. Drück drauf. Es geht los. Oh Mann! War gut. Geschafft, Jungs! Gut gemacht, Jungs. Jemand sollte Maria die gute Nachricht übermitteln. Na, siehst du? Ganz schön beeindruckend. Du schuldest ihnen 2 Millionen. Okay, Joel. Reden wir. Voll gut. Aber wir reden gleich. Ich muss jetzt schnell hier unten noch gucken. Richtig gut. Oh, da ist auch noch ein Raum. Ah, hier wäre auch noch Material gewesen, schau. Oh, Firefly. Ein weiterer Anhänger. Wen haben wir da? Da haben wir Ryan Oliviero.
voll geil. Einfach nur schön. Einfach nur schön. Ich muss es immer wiederholen, es tut mir leid. So, Tommy. Jetzt hör schon bald zu. Eine bunte Truppe seid ihr hier. Ja, sind gute Leute. Hier kriegen sie eine zweite Chance. Ist für alle noch eine Chance. Warum bist du aus Boston abgehauen? Ich erlebe jetzt Abenteuer, kleiner Bruder. Schätze, das hat wohl was mit dem Mädchen zu tun. Es hat sogar nur mit dem Mädchen zu tun. Gut. Erzähl schon. Sie ist immun. Immun wogegen? Ja, oh, ich weiß. Aber ich habe gesehen, wie sie ohne Ende Sporen eingeatmet hat. Und nichts. Ich wollte es auch nicht glauben. Aber es ist so. Okay. Ich glaub's. Was soll sie hier? Sie muss irgendwie zu den Fireflies. So wie ich das hier einschätze. Könnt ihr sie hinbringen und kriegt dann den Lohn. Ich habe ewig kein Firefly gesehen. Aber du weißt, wo sie sind. Ich verlange nicht viel, Tommy. Einfache Ausrüstung und dann bin ich wieder weg. Warum sollte ich das für dich tun? Das ist nicht für mich, Tommy. Es geht um deine Sache. Meine Sache ist jetzt die Familie. Wir reden hier doch nicht von einem Spaziergang. Herrgott, nochmal! Soll Maria ein paar von deinen tollen Freunden dazu bringen? Die haben auch Familie. Tommy, es muss sein. Du willst Ausrüstung. Klar. Aber das Mädchen werde ich dir nicht abnehmen. So dankst du mir also alles, ha? Dir danken? Für die ganzen Jahre, die ich für dich da war. Für mich. So siehst du das. Ich habe nur Albträume aus der Zeit. Tommy, nur durch mich hast du überlebt. Hat sich nicht gelohnt. Ich bringe die Heilung für die Menschheit und du spielst bockiger kleiner Bruder? Wir sind nicht zu Hause. Fass mich noch einmal an und es wird böse für dich enden. Was war das? Das ist ein Angriff. Du weißt ja noch, wie man Leute umlegt, oder? Räuber! Haltet sie an! Lass sie nicht ins Gebäude! Ja, clever, mit dem Stein zu werfen hier. Halt, warte. Wo ist er denn? Herrschaft Zeit, wo bist denn du? Er ist oben, ja? Du solltest eigentlich in Deckung gehen. Entdeckung. Warte. Jetzt ist aber gut. Muss ich mal kurz wechseln. Pfeil und Bogen, definitiv. Alter, nee, ist doch keine gute Idee. Warte mal. Was macht er denn? Gib mir Deckung. Oh!
Ah, da sind sie. Los, schnell zur Brücke! Tommy! Räuber, sie kommen ins Gebäude! Kommt ihr irgendwie raus? Nein, keine Chance. Wir kommen zu euch, bleibt nur... Wir sind hier, Ellie, versteck dich! Maria, verdammt! Eine Zeit für den Plan. Ein Schuss im Revolver. Falscher Knopf. Ohne Axt. So viel zum Thema, ich nutze die Waffe kaum, gell? Na komm, zeig dein Köpfchen. Letzter Schuss. Sehr gut. Wir müssen zu den Frauen! Bin schon da! Oh, da. Joel! Jetzt mach schon! Wir müssen doch runter, oder nicht? Egal, geh doch mal weg. Ach, jetzt habe ich auf die Gesundheit nicht geachtet. Menschenskinder. Ich, ja. Komm mal raus. Jetzt mach ich Bist du okay? Ja, ja, alles klar, alles klar. Joel, oh Mann, sie kam aus allen Richtungen und Maria schrie, wir müssen weg.
Und dann sind wir über die Tische und der Riese schießt mit der Schrotflinte. Ganz ruhig, ganz ruhig. Hör zu. Hey, hey, bist du verletzt? Nein. Gott verdammt. Ich muss mit dir reden. Vergiss es einfach. Der soll sich jemand anders suchen. Maria, ich kann das einfach nicht ablehnen. Ist dir klar, wie viele Männer wir verloren haben? Worüber sprechen die denn? Hat es was mit mir zu tun? Wir reden später darüber. Weißt du schon, wo das Labor ist? Wir reden darüber später. Später. Toll. Einer reicht. Ein Fehler und ich gehöre zu diesen Witwen, okay? Ich muss das tun. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll. Gut. Maria. Maria! Jetzt geht's los. Du. Wenn irgendwas schief geht, bist du schuld. Sie ist dankbar, weißt du? Ja, ich weiß. Ich bringe dein Mädchen zu den Fireflies. Brauchst dir keine Sorgen machen. Es ist das Beste. Vielleicht kommt ja was Gutes dabei raus. Ich rede erst mit Ellie. Nochmal, ich verstehe nichts. Joel! Was ist denn? Dein kleines Mädchen. Sie ist mit einem unserer Pferde abgehauen. Verdammt. Wo lang? Komm mit. Ich hab sie gerade wegreiten sehen. Geh wieder rein. Hilf den anderen da aufzuräumen. Okay, bleib vorsichtig. Da sind Spuren. Ja. Na komm. Na komm. Oh, herrlich, oder? Die Pferde. Sie kann doch nicht weit sein. Wir finden sie. Keine Sorge. Dieser Dickkopf. Macht sie das öfter mit dir? Eigentlich nicht. Ich weiß nicht, was sie hat. Joel, du weißt, was sie hat. Geht das denn überhaupt weiter? Hier geht's nicht weiter. Ganz kurz, ist hier vielleicht noch Material? Nee, gell? Spuren. Sie muss in dem Wald sein. Los, komm! Ellie, was soll das denn bloß? An dem Spiel passt irgendwie alles. Die Musik. Die Atmosphäre, einfach alles. Voll geil. Ja, Spuren. Okay, gut. Einfach mal auf sich wirken lassen, voll geil. Komm. Tommy, du stehst ein bisschen weg. Ich komme, ich kriege die Kurve nicht. So. Gehen wir. Kann ich mal kurz gucken? Nee, das ist nix, gell? Mhm. Viel zu viele. Ich hab ihn. Geh außen rum, ich finde den Deckung. Alter. Super.
ein Sack. Du wirst brennen. Jetzt warte mal. Oh. Achtung! Alter. Komm hoch. Oh, ich bin gleich im Arsch. Warte, 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 ich muss mich heilen. Oh, das letzte. Aber wir können auch eins basteln. Schrotflinte haben wir noch. 4. Warte, nehmen wir die 3. Das darf nicht wahr sein. Los, ich gebe Deckung. So, kein Schuss. Das waren alle. Das waren alle? Okay, wenn du das sagst, glaube ich dir. Komm, zu den Pferden. Rasch das eine an, da kommt das andere. Sehr gut. Aber wir schauen uns noch mal um. Wow, guck dir das an. Hey, das ist so geil. Keine Munition, keine Munition. Der hat was da. Hammer. Wie schaut's denn mit der Hütte aus? Kommt man da einfach so rein? Nee. Mir war so, als wäre hier auch noch was in der Hütte. Nee, geht nicht. Aber da liegt noch was. Dann ab zum Pferd. Wo haben wir unser Pferd? Na los. Huch. Ja. Na komm. Die Spur geht hier weiter. Hoffentlich ist sie entkommen. Na los. Gehen wir. Mal kurz da reinschauen. Jetzt geh doch mal da rum ins Eck.
Okay, na los. Du kannst entweder mit der Maus steuern oder mit den WASD, gell? Ja, ist das schon geschmeidiger? Da ist er lang. Sag mal. Da, bei der Ranch. Unser Pferd. Sie muss da drin sein. Sieht sicher aus. Oh, gut, wir schauen uns erstmal da vorne. Da war noch ein Schild, um was noch lesen können. Ich glaube, wir uns allgemein da draußen mal umsehen können. Nee, kann man nicht. Aber hier. Hidden Pines Coral. Da kommen wir nirgends hin, gell? Nein, das Spiel lässt uns nicht. Vorsicht! Ellie? Ellie? Gott sei Dank. Ich halte Wache. Ihr solltet euch mal unterhalten. Ja, aber vorher schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, vielleicht. Da haben wir Brent Pino. Das wird wahrscheinlich die Familie sein. Massive Munition von dieser kleinen Schrotflinte, gell? Von der Shorty. So. Da ist schon ein weiteres Comic. Yay! Voll gut, läuft. Wen haben wir hier? Nullpunkt. Wenden. Das ist Book 12. Buch 12, Nullpunkt. Vor 15 Tagen hatten die Reisenden die Enttarnten von Neumann entdeckt. Der Angriff tötete den Großteil der Menschheit und vielleicht noch weniger, noch wichtiger, er unterbrach die Kettenreaktion im Nullpunktantrieb. Mitunter Lichtgeschwindigkeit würde es 6000 Jahre dauern, die Heimatwelt der Reisenden zu erreichen. Sie ist nah, aber nicht nah genug. Die Hoffnung scheint für Daniela verloren zu sein. Okay. Boah, stellt euch das mal vor. 6000 Jahre unter Lichtgeschwindigkeit. Da ist nix, nix. Da kommen wir da raus. Wir müssen dahinter, glaube ich, ne? Sehr gut. Schönes Haus, schön große Zimmer vor allem. Gut beleuchtet. Das Badezimmer. Schön groß. Jawohl, das ist echt gut.
So, dann kann man ja theoretisch das Zeug hier auch noch mitnehmen. Nee, kann man nicht. Noch ein Badezimmer. Ich hab's höher gestellt, aber es ist immer noch verpixelt, ne? Hm. Gut. Aber es ist besser geworden. Ein bisschen. So, ihr zwei, jetzt unterhaltet euch mal. Haben Sie sich nur darum Sorgen gemacht? Jungs? Filme? Welcher Rock zu welchem Shirt passt? Das ist schräg. Steh auf. Wir gehen. Komm. Und wenn ich nicht will? Weißt du überhaupt, was dein Leben bedeutet? Ha? Einfach weglaufen, dich selbst in Gefahr bringen? Das ist ziemlich bescheuert. Na, dann sind wir wohl beide voneinander enttäuscht. Was willst du von mir? Gib zu, dass du mich die ganze Zeit loswerden wolltest. Tommy kennt das besser als... Vergiss es! Tut mir leid, aber ich vertraue ihm mehr als mir selbst. Hör auf mit dem Scheiß! Wovor hast du solche Angst? Dass ich so ende wie Sam? Ich kann mich nicht infizieren. Ich komme gut zurecht. Wie viele Beinahe-Unfälle hatten wir schon? Na, bis jetzt ist es doch ganz gut gelaufen. Und ab jetzt läuft es noch besser mit Tommy! Weißt du, ich bin nicht Was? Sie. Maria hat mir von Sarah erzählt. Ellie! Du bewegst dich hier auf verdammt dünnem Eis. Es tut mir wirklich leid für dich, Joel. Aber ich habe auch jemanden verloren. Du hast keine Ahnung, was Verlust heißt. Alle, die mir wichtig waren, sind entweder gestorben oder abgehauen. Alle? Außer dir, verdammt! Also sag nicht, dass ich bei jemand anders sicherer bin, denn das macht mir einfach nur noch mehr Angst, verdammt! Du hast recht. Du bist nicht meine Tochter. Und ich bin ganz sicher nicht dein Dad. Und ab jetzt gehen wir getrennte Wege. Lass das jetzt! Wir sind nicht allein! Zwei kommen gerade rein. Und es sind schon welche da. Habe ich nicht aufgepasst, wo der rein ist. Hier ist niemand. Bei dir? Ja, das gleiche hier. Der hat bei dem Stiel zugestochen. Nee, doch nicht, oder? Die Axt ist noch ganz. So. Aber eine Schrotflinte. Oh, warte mal, warte mal. Da fällt mir gerade was ein. Bleib da. Sei vorsichtig. Oh, ich habe nichts zum Anlocken. Ja, doch, Pistolenschuss. Oder oh, hinhaut, wächst kein Baum mehr. Das ist so krass, gell? Weil das fühlt sich auch richtig wuchtig an. So, da steht er. Und da steht der andere. Und da steht nur einer. Schnapp sie! Auf der Treppe! Ich mag die Dinger. Mal ein bisschen
Abwechslung reinbringen. Da ist er. Oh, ich dachte, ich kann jetzt da außen rumgehen. Okay, alles sauber. Will hier raus zu dem Pferd. Jetzt weiß ich nicht, ob diese Kommode schon kaputt war. Aber ganz schön. Eieieiei, Kladderadatsch. Und schön zerfetzt. Oh mein, die wollten uns ans Leder. Die wollten uns ans Tuch. Ans Tuch. Die wollten uns ans Leder. Hm. Oh, was haben wir hier? Warm Fresh Eggs. Da, 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 da. Du bock jetzt mal nicht so rum, ne? So. Noch eine Toilette. Voll. So, und raus. Alles klar. Brauchst du Hilfe? Geht schon. Na los. So schön. Das ist es. Heute machen wir einen Kinoabend. Wo ist dieses Labor? Am anderen Ende. Universität von Ost-Colorado. Die Bighorns. Ellie, runter vom Pferd. Gib es bitte Tommy. Ich würde es gern behalten, wenn es dir recht ist. Na los, ich sage es nicht nochmal. Was hast du vor? Naja, deine Frau macht mir Angst. Ich will nicht, dass sie wütend wird. Tut mir leid, dass ich das Pferd gestohlen habe. Ey, komm mit zurück und lass uns nochmal drüber reden. Ja, du kennst mich. Ich bin ein sturer Bock. Universität von Ost-Colorado. Und wie finde ich dieses Labor? Im Forschungstrakt. Sieht aus wie ein großer Spiegel. Könnt's nicht verfehlen. Pass gut auf deine Frau auf. Du bist immer willkommen, okay? Alles klar? Alles klar. Adios, kleiner Bruder. Na los,